2008, wie wir als Prinzipien neue Wahrschaften an den Arbeitsgruppen zusammen mit dem Umweltschutz und dem Umwelt im Allgemeinen eine ganz große Rolle gespielt. Wir haben daran fixiert, dass wir wollen die Emissionen, die wir durch unsere Aktivitäten verursachen, so klein wie möglich halten. An dem Projekt heute zu Deiferding fuhren 4 vollelektrisch Citybussen, all der von mir ist 4 für 6 bis auf 4 Lobert. Was speziell ist, ist, dass 100% elektrischen Antrieb haben, also kein Dieselmotor mehr, kein NOx, kein CO2-Ausstoß. Die 4 zirkuläre Linien, die gefahren gehen an einem Takt von 30 Minuten. Das heißt, der Bus fährt 25 Minuten in Linien mit seinen 12 bis 14 Reihen, kommt dann nur am Terminus an. Und die paar Minuten am Terminus, die die Leute ran und rausklammen, die genutzt, für den Bus Not zu laden. Alle Bus fährt 240 km den Tag, das ist die 4 Elektrobussen zusammen für 1000 km. Wenn man das vergleicht mit einem Euro 6 City-Bus, dann habe ich das über die Jahre geguckt und erspüren es für 99.000 Liter Diesel. Das ist schon ein enormer Montant, wenn man das an Tonnen CO2 umrechnet, das ist gewaltig. Die Entry sind immens groß. Ich meine, dass wir heute mit der Deiferdinger Gemeinde, und ich wollte auf der Platz profitieren, hinterher zu felicitieren für die Vierreiterrolle, die sie geholt haben, das zusammen. Also so groß, dass wir weltweit eigentlich Visiteure kriegen. Wir haben quasi alle 2 Wochen eine Gruppe, eine Delegation, die auf Lützburg kommt, bei uns in den Betriebshaft kommt, für sich das praktisch umzugucken, wie das praktisch umgesetzt wird. Und auch auf Deiferding geht, für den Bus dann und den anderen an seinem Service zu begleiten. Also ich meine, die Entry ist ganz groß. Überall, wo ich angefragt bin, überall so ein Schei, dass das wichtig ist, dass eh von den vielen Schlüsseln, die wir brauchen, für können an einer gesunden Umwelt weiter zu leben. Das ist natürlich Mobilität. Und Mobilität ist und muss weiter in die elektrische investiert werden. Das ist die Menge mehr am Moment ist die einzige Alternative und könnte wahrscheinlich auch noch ganz schnell, hoffentlich auch noch eine Alternative. Aber im Moment, an dem Stand, wo wir sind, ist elektrisch das Wichtigste. Und das ist nicht nur für die Busse, wir sind noch am Gang in der Fuhrpark, wo die Gemeinde hat. Da gehen nicht Pubellen wehen, da gehen nicht Kiermaschinen, wir müssen ganz auf einen ganz anderen Weg gehen. An ein Gemeinde, ja, kannst du ein bisschen mehr da, aber unter dem Strich wird es viel mehr billig. Wir sind 100% überzeugt, dass heute zu Deiferding, dass das ein kleiner Anfang von etwas ganz Großes, was die nächsten paar Jahre kommt. Ich meine, wenn wir 10 Jahre zurückgucken auf Elektrobussen heute zu Lützburg, dann ich meine, können wir alle aufrecht sein. Da kommen ganz viele flotte Jahre. Und viele Vorteile für alle Leute, die mitfahren und noch dran wohnen.